Hallo, willkommen zurück. Wir machen jetzt eine Entenfahrt. Ente. Butterfahrt, nur mit einer Ente. Yeah. Oh, die lässt sich bestimmt fallen. Ganz schön mächtige Ente. Die lässt sich bestimmt fallen. Alter. Diese Musik dazu ist so geil, ne? Jo. Sau geil. Ich möchte auch Chiptune-Musik können. Ja, musst du üben, ne? Ja. Hört sich doch keiner von ab. Doch, weil ich nicht weiß, welche Software, wie macht man das? Keine Ahnung. Das ist eine Zwiebel. Waren wir hier nicht schon beim Spermium? Das ist kein Spermium. Natürlich, hier waren wir doch schon. Jo, stimmt. Das ist eine Zwiebel. Ne, dann rüber wieder. Da waren wir schon. Mit dem Teleskop und so. Ja, ja. Ist ja nicht so, als ob dich irgendjemand davon abhalten würde, das zu lernen. Doch, weil ich nicht weiß. Ja, und auch das herauszufinden sollte ja wohl eigentlich nicht allzu schwer sein. Doch mal ausreden. Ich habe schon ein paar Mal geguckt, aber irgendwie, ich finde nicht wirklich irgendwie. Werden, es kostet mich 2 Google-Anfragen. Ach, leck mich am Fuß. Hoch, rechts oder runter? Hoch. Wow! What the fuck? What? Wow there! I've got some neat junk for sale. Das ist eine verdammt alte Schildkröte. Ein Krabbenapfel. Crabapple. Crabapple. CT. Cloudy Glasses. Minus 2 DF. Ja, okay. Und das? Achso. Geh nochmal durch, bitte. Ich möchte nochmal alles sehen. Also, der Crabapple hielt. Okay. Ja, ich sage Crab. CT hielt Standard HP Speed Up in Battle, okay. Armor 5 DF minus 2. Achso, weniger als du jetzt hast, ja. Von Notebook. Attack minus 5 Invincible. Longer. Achso, wenn du getroffen wirst, ja, okay. Nö, also ja, vielleicht ein paar Crabapples oder so. Ich weiß gar nicht, was mein Inventar sagt. Wir haben ja auch eine ganze Menge dabei. Ha! I'm trying to get rid of my junk. Not get more of it. Hätte mir was kauft, ne? So, I've heard if you want to sell stuff, the Tammy Village is our best bet. Where is it? I don't remember. I'm old. Yeah. I've been around a long time, maybe too long. Studying history sure is easy when you've lived through so much of it yourself. Ach, jetzt sehe ich das erst. Was denn? You don't know das Emblem da hinten links. You don't know what that is? What are they teaching you kids in school nowadays? That's the Deltarune, the emblem of our kingdom, the kingdom of monsters. Great name, huh? It's as I always say, old King Fluffy Buns can't name for beans. That emblem actually predates written history. The original meaning has been lost over time. All we know is that the triangle symbolizes monsters below and the winged circle above symbolizes... oh, something else. Most people say it's the angel from the prophecy. Jesus, what? Christmas. Oh yeah, the prophecy. Legend has it an angel who is... seen the surface will descend from above and bring us freedom. Lately, the people have been taking a bleaker outlook, calling a winged circle the angel of death. Cooler song von uns. A harbinger of destruction waiting to free us from this mortal realm. In my opinion, when I see that little circle, I just think it
Looks neat. Okay. Okay. King Fluffy Butts? He's a friendly, happy-go-lucky kind of guy. If you keep walking around long enough, you'll probably meet him. He loves to walk around and talk to people. Huh? Why do you call Dreamer Fluffy Butts? Dreamer? Mm-hmm. Okay. Oh, that's a great story. I don't remember it. Gott sei Dank. But if you come back much later, I'm sure I'll have remembered them by then. Undyne? Yeah, she's a local leader around here. Through grit and determination alone, she fought her way to the top of the Royal Guard. Actually, she just came through here asking about someone who looked just like you. I'd watch your back here and buy some items. It might just save your hide. What? Jesus, okay. Christmas. Ja. Be careful out there, kid. Guck, was unser Notar sagt. Voll. Genug. Würde ich jetzt mal so sagen. Mhm. Oder? Ja, ja. Das reicht. Gut. Und was ist hier unten? Ein Fluss. Nicht so viel. Nee. Maybe later. Ich versuch's. Ja, ja, ich weiß. Okay. Was ist eigentlich dieses Dog Residue? Brauchen wir das? Weiß ich nicht. Ups. Okay. Sorry. Ja. Aha. Gut gemacht. Also im Grunde habe ich Scheiße in der Hosentasche. Wenn ich das jetzt nur mal so. Ja. That's how dog works. Ja. Yeah. Hurt, beaten and fearful for our lives, we surrendered to the humans. Seven of the greatest magicians sealed us underground with a magic spell. Anything can enter through the seal, but only beings with a powerful soul can leave. Ja, diese Seelensache hatten wir ja schon ein paar Mal. Yep. There is only one way to reverse the spell. If a huge power in a huge wall equivalent to seven human souls attacks the barrier, it will be destroyed. Okay. But this cursed place has no entrance or exits. There is no way a human could come here. We will remain trapped down here forever. Well. Jetzt sollte ich mich einfach neben so eine Blume stellen und warten. Ja. Ja. Was? Ah. Wow. Okay. Makes sense. Not. Aber hübsch die sind. Ja, das stimmt. Das ist. Wow! What the? Boah, jedes verfickte Mal erspreche mich von dem Weg. Enemy Talon. Appears here to defeat you. Ich kann auch eigentlich direkt. Ja, gehen. Aber. Nein. Was denn? Mach mal. Was soll ich denn machen? Oh, Tammy Flakes. Tammy only wants the Tammy Flakes. No, I'm so hungry! Dice. Whoa! Okay. Hi, I'm Tammy! Ach, ficken. Gib dir doch die Tammy Flakes! Wir haben keine Tammy Flakes. Da steht doch aber Feed her Tammy Flakes. Geh. Ja, wir haben keine Tammy Flakes. Ja, aber da steht doch Feed Tammy Flakes. Das haben wir doch schon benutzt. Siehst du? Ach so. No, so hungry Tammy dies. Gut. Dann. Auf Wiedersehen. Oh. Nett. Wir haben keine Tammy Flakes. So, dann. Tut mir jetzt leid, Tammy.
hätte dir gerne was gegeben. Ja. You have to go back. Obviously. Oh, hä? What? Ich glaube, wir haben Tammy Village gefunden. Warte. Nächste Folge. Aber erst speichern. Bis denn dann. Tschüss.